Servus Leute! So, jetzt haben wir mal wieder Kanonenschläge für Sauer. Ich glaube, das ist schon Variante 6 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Die sind aber von 2020 eben, ne? Eben die aktuellsten noch. Das heißt, ich habe ja die, ne, letztes Jahr frag mich nicht, wo ich die einmal da geholt habe. Aber eben, ich bin ja dazu gekommen zum Testen. Eben, die schauen jetzt halt so aus. Anscheinend soll es dir jetzt auch gescheit zerfetzen. Anscheinend. Schauen aber gut aus, muss ich sagen. Ja, ja, ich meine jetzt Bürounion, die schauen schon viel besser aus, gell. Aber ich lasse mich einfach einmal überraschen. Ne? NM ist alles noch gleich geblieben. Ne? 5 Gramm Stück eben, natürlich F2. Dass ein Kanonenschlag ist, muss ich gar nicht sagen, aber da stand es schon einmal. Da noch Sabi-Logo um. Sieht man auch nicht oft. Ja. Aber eben, jetzt stellen wir mal so ein Kalt. Nee? Normalerweise nicht. Boah! Oh, hey da! Alter, jetzt ist was da drauf. Oh, was ist denn alles los? Hey da! Die sind aber echt lauter. Druck lauter. Haben sie. Ja. Für Schwarzpulver. Geht ab die Dinge. Und holen wir hier. Wieder geben, ja. Weiter. Was da sind die Fetzer um? Sind echt nicht ohne. Uiuiui. So, einen letzten. Und gibst du dann auch Aufnahme? Ja, mach mal. Sagst du, wenn du bereit bist? Passt. Und genau, das war vom Puffer, schau. Ja, da steht die ganze Hülse noch. Boah, wird echt laut dafür. Ja. Aber halt vom Puffer. Jetzt hast du schon eine Trappe. Ja, so laut, ja. Aber brutal, ja. Sie waren laut gewesen. Ja. Aber das war's auch schon wieder. Na gut. Ja, die, und zerfetzt hat es ja auch gut schon mal die Dinge, die gehören ja noch nicht. Boah. Ja, brutal, die Dinge. Ja, ja, aber das war's schon wieder mit dem Test. Also, bis zum nächsten Mal und Servus. Servus.